So, ich würde sagen, diesmal machen wir MLG, der auch wirklich hoffentlich funktioniert. Und los geht's! Ich habe ja gar nichts. Was passiert nur? Fusel stirbt. Fusel schafft es mit einem Carpool. Fusel überlebt so. Fusel rastet komplett. Und damit jetzt herzlich willkommen zu einer kleinen Runde. Ich stelle euch die besten Star Wars Texture Packs vor. Und zwar habe ich mir heute 5 an der Zahl rausgesucht, die wir uns heute einmal gemeinsam anschauen werden. Und dann würde ich sagen, los geht's in die erste Runde. So Leute, das erste Texture Pack ist das wichtige 20k Pack. Warum ich das... Warum ich das ausgewählt habe? Ganz einfach, es sieht an sich, als Texture Pack an sich einfach übelst gut aus, aber es eignet sich natürlich auch super gut zum Skywars spielen. Logischerweise für einen YouTuber, der Skywars Sachen macht. Aber ich finde, dass es optisch ordentlich was hermacht, sondern dass man auch die Dinge, ja, die einfach essentiell wichtig für Skywars sind, direkt erkennbar sind, wie zum Beispiel... Ja gut, die XP-Flaschen meine ich jetzt nicht damit, aber ihr wisst, was ich meine in dem Fall. Oh Mann! Kommen wir nun zum 4. Platz und das ist bei mir das Puberty Craft Pack. Jetzt werden natürlich einige Leute sagen, hey, das ist doch gar kein wirkliches Skywars Texture Pack. Doch, das ist es auf jeden Fall. Hey, man kann das auch super zum Skywars Spiel benutzen. Alles, was wichtig ist, sticht direkt heraus. Jo Leute, ich bin wichtiger. Nee, geh weg. Der klaut da mein Kill, was ist das denn? Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, aber ich finde, das passt auf jeden Fall ganz gut zu Skywars auch dazu. An sich vielleicht selber nicht so das krasse Skywars Texture Pack, aber vom Außen her ist es auf jeden Fall eine satte 10 von 10. Moin Kollege, hallo, tschüss. Oh Leute, ich hab mit der Enderperle geschlagen. Oh Meister, wer wirft die Pearl zuerst? Na los, ha? Na komm. Komm doch rüber, wenn du dich traust. Minjunk. Ah, er zögert noch, er zögert noch. Er hat gar keinen Bock drauf. Ah, oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, jojo, ich habe mich gerade so erschrocken, Alter. Holy Macaroni. Los geht's! Kann mir mal bitte jemand erklären, was das für ein MLG war? Da werden wir es hinbekommen. Let's go, der Hase. Warum? Hä, was zum... Ist er Jesus oder was? Was war das denn? Er ist einfach Jesus. Jawohl, wir haben ihn. Sehr gut. Und auf dem 3. Platz ist das Pain Train Texture Pack. Ihr findet übrigens alle Texture Packs nochmal in der schönen Beschreibung. Den Link dazu zum Downloaden. Und für alle, die fragen, nein, das ist nicht für die Bedrock-Version. Genau. Und nein, Handyspieler sind keine echten Gamer. Sorry an alle Leute, die das Bedrock spielen. Naja, ich finde das Texture Pack vor allem gut, weil es einfach, ja, einen schönen Himmel hat. Das ist so der ausschlaggebende Punkt. Das finde ich am geilsten an dem Pack einfach. Das passt einfach super zum Game. Sieht einfach übelst nice aus. Und das ist so dieses typische Skywars Texture Pack. Texture Pack. Ja. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Oh Meister, was geht? Ja, alles klar, Digga. Das war auf jeden Fall sehr stark, mein Bruder. Jawohl, ich habe einen. Sogar ein bisschen Loot, sehr gut. Wir haben endlich mal was. Scheiße, da ist ein Gegner. Scheiße, ich bin tot. Und auf Platz 2 habe ich das Finalies Pack oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist so, ja, ich sag mal, also das Standard Texture Pack des Skywars. Finde ich persönlich auch sehr geil, einfach aus dem Grund, weil es relativ schlicht gehalten ist. Also es hat so seinen eigenen Stil, ist aber von Grund auf genauso wie das normale Standard Texture Pack, würde ich mal sagen. Also da hat sich nicht wirklich viel geändert. So, ich würde sagen, diesmal machen wir MLG, der auch wirklich hoffentlich funktioniert. Und los geht's! Ich habe ja gar nichts. Was passiert nur? Fusel stirbt. Fusel schafft es mit einem Carpool. Fusel überlebt so. Fusel rastet komplett. Oh mein Gott, war das dumm. Junge, ich bin so scheiße. Falls ihr einen Skywars Trainer kennt, meldet euch bitte bei mir. Ich brauche Hilfe. Ja, das gefällt mir das Texture Pack einfach auch wegen dem Himmel. Das sieht einfach übelst geil aus und gefällt mir richtig gut. Das ist so eine Sache, die ich einfach, ja, fast bei gar keinem Texture... Du Miese! Oha, hi! Ich wurde erkannt. Moin. Was geht, du Wurst? Frag nicht, warum ich meine Zuschauer auf Wurst nenne. okay. Ja, er denkt sich auch so, what the fuck. Ja. Digga! Kollege, das kann ich auch. Ja, oder auch nicht. Digga, was für... Und der letzte Platz ist das Lucius RP Folder Texture Pack. Und das ist auf jeden Fall sehr nice. Ist ein richtig geiles Texture Pack. Man hat einfach Bock damit zu zocken. Und ja, das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren für tägliche Livestreams, die ich hier mache. Und ja, schönen Tag euch noch. Ciao. Hier findet ihr jetzt noch ein geiles Video. Könnt ihr gerne draufklicken. Tschüss.